Moin, ihr Sonnenscheine, Brandenburger Tor Urteil nach Farbattacke. Wegen einer Farbattacke auf das Brandenburger Tor in Berlin sind zwei Klimaaktivisten der Gruppe Letzte Generation verurteilt worden. Sie sollen 180 bzw. 200 Stunden Freizeitarbeit verrichten, wie das Amtsgericht Tiergarten entschied. Die 21-Jährigen hatten im September vergangenen Jahres das Brandenburger Tor mit Farbe besprüht. Drei weitere Teilnehmer der Aktion wurden bereits im April zu Bewährungsstrafen verurteilt. Alexa, Wetter. Guten Morgen, Carsten. In Berlin beträgt die Temperatur aktuell 21 Grad Celsius bei teilweise sonnigem Himmel. Der heutige Wetterbericht sagt Gewitter voraus, mit einer Höchsttemperatur von 29 Grad und einer Tiefsttemperatur von 19 Grad. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Auch sehr schön. Alexa, Wetter für morgen. Morgen ist das Wetter in Berlin bewölkt mit Regenschauern sowie einer Höchsttemperatur von 25 Grad Celsius und einer Tiefsttemperatur von 17 Grad. Alexa, Spruch des Tages. Hier ist der Spruch des Tages für den 10. Juli von André Gide. Es ist besser, für das, was du bist, gehasst zu werden, als für das geliebt zu werden, was du nicht bist. Sehr schön. Und ich wünsche euch einen zauberhaften Tag. Passt auf euch auf und kommt gesund durch den Irrsinn. Salü hier aus Berlin. Alexa, tschüss. Auf Wiedersehen.